Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich ein neues Produkt hier zum Testen bzw. Ausprobieren für euch, und zwar den Ockerl Pro Collimator. Wofür das Ding gut ist bzw. was man eben damit anstellen kann, darum soll es jetzt hier in diesem Video gehen. Los geht's nach dem Intro. Mein Name ist Daniel, ich bin Fotograf und Hobbyastronaut, und Noctotech hat mich vor kurzem gefragt, ob ich Interesse an diesem Collimator hätte. Und ja, das habe ich natürlich, deshalb habe ich jetzt hier auch einen zugeschickt bekommen, um eben dieses Video machen zu dürfen. Und eins möchte ich gleich hier an dieser Stelle sagen, also ich bin komplett frei in meiner Meinungsäußerung. Wenn das Ding gut ist, werde ich das sagen, wenn das Ding nicht gut ist und wenn es mich nicht überzeugt, werde ich das dann am Ende von diesem Video genauso sagen. Also ich würde in keinem meiner Videos hier irgendwas erzählen, wovon ich nicht selber überzeugt bin, beziehungsweise bin ich nicht käuflich oder so irgendwas. Das heißt, ich werde in jedem Fall immer meine persönliche Meinung zu solchen Produkten hier sagen. Ja, wofür ist das Ding hier jetzt eigentlich gut? Und zwar kann man damit Newton-Teleskope bzw. auch Cassegrain-Schmidt-Teleskope, soviel ich jetzt hier weiß, eben damit justieren. Ich habe schon vor einiger Zeit ein Video hier dazu gemacht, wie man eben mit Kameras Newton-Teleskope justieren kann. Das verlinke ich euch auch gerne hier nochmal in der Infobox bzw. unten in der Videobeschreibung. Da gehe ich dann auch nochmal näher drauf ein, auf was man eben noch alles achten muss, wenn man einen Newton schwenkt und so weiter. Das werde ich heute jetzt hier in diesem Video nicht nochmal so exakt erzählen und zeigen, und deshalb verweise ich auch an dieser Stelle mal auf das andere Video von mir. Ja, und jetzt in neuerer und vor allen Dingen wesentlich besserer Ausführung gibt es jetzt eben von Ockerl Pro diesen Collimator. Und ich würde mal sagen, packen wir das Ding jetzt hier mal kurz aus. Ja, was befindet sich darin? Einmal ein USB-Kabel. Dann haben wir hier einen Adapter von 1,25 Zoll zu einem M42-Gewinde. Dann gibt es hier nochmal einen Adapter von M42 auf M48-Gewinde. Und hier haben wir dann noch zweimal solche Anschlüsse, weil das Ding kann man nämlich dann auch mit Android bzw. iOS Smartphones steuern bzw. eben damit dann die Teleskope justieren. Also einmal eben hier einen USB-C auf diesen USB-Anschluss und einmal einen Lightning-Anschluss auf USB. Ja, dann das Gerät hier selber. Das sieht jetzt eben hier so aus. Auf der Rückseite befindet sich jetzt hier hinten ein USB-Anschluss. Hier dann drauf die Seriennummer, die ist dann noch wichtig. Dazu kommen wir dann gleich später noch. So, wenn ich jetzt hier mal den Deckel runterschraube, dann sieht man jetzt hier innen auch die Kamera mit einer kleinen Linse drauf. Und das Besondere an diesem Gerät hier ist eben, dass man auch fokussieren kann. Und deshalb habe ich vorhin schon gesagt, die Seriennummer hinten ist wichtig. Das zeige ich euch dann noch, weil da findet man quasi auf der Herstellerseite zu dieser Seriennummer die Zentrierdaten vom Bildsensor. Weil das war nämlich unter anderem ein Problem bei den normalen Astrokameras, wie ich es eben bei meinem letzten Video gezeigt habe, weil nämlich zum Teil die Bildsensoren nicht immer exakt mittig sind. Also das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe damals das mit meiner QY53462C Kamera justiert, und der Bildsensor war eben schön zentriert. Deshalb ging ich mal davon aus, dass es eigentlich bei jeder Kamera so ist. Aber mittlerweile haben mich doch einige Leute angeschrieben, die eben ZWO-Kameras verwenden wollten. Und damit hat es dann eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Ist klar, wenn das Bildsensor nicht schön zentriert ist, dann kann auch die Justage später nicht perfekt sein. Und das ist eben hier bei diesem Gerät hier dann nicht mehr der Fall. Ja, ein weiterer wesentlicher Vorteil von diesem Collimator soll eben auch sein, dass man einen Kommakorrektor verwenden kann. Und zwar habe ich hier den Kommakorrektor von Teleskop Austria, also die GPU. Und man sollte jetzt eben hier auch darauf achten, dass man hier auch ungefähr diese 55 mm Abstand zum Sensor hat. Da gibt es ja hier zum Beispiel so eine Abstandshülse, kann man hier einfach draufschrauben. Ja, und dann ist hier der Adapter von M48 zu M42 dabei, also die Kamera hat eben hier M42,
Und jetzt kann ich die eben hier direkt dran schrauben. Und der Riesenvorteil ist jetzt eben hier, dass man dann eben auch in Auszug vom Newton-Teleskop das Ganze mit dem Kommakorrektor justieren kann, weil dadurch kann man eben dann nochmal exakter justieren als eben ohne Kommakorrektor, weil später bei den eigentlichen Aufnahmen, wo eben dann hinten die Hauptkamera dran ist, ist ja natürlich auch ein Kommakorrektor dazwischen. Und deshalb macht es eben wirklich extrem viel Sinn, das Ganze auch mit einem Kommakorrektor zu justieren. So, und dafür gehen wir jetzt an den Rechner und werden das Ganze in der Praxis ausprobieren. Ja, damit befindet man sich jetzt hier auf der Seite von Noctotec. Ich verlinke euch das Ganze auch mal unten in der Videobeschreibung. Und wenn man jetzt hier mal ein bisschen runter scrollt, dann findet ihr jetzt hier zum einen eine Anleitung in Deutsch, die auch wirklich sehr ausführlich ist. Und hier könnt ihr euch eben die Software downloaden. Einmal hier hinklicken. Ja, und dann seht ihr jetzt eben hier schon, es gibt die Software für Windows, aktuell in der Version 1.3. Dann gibt es eine App für die Android-Smartphones und es ist gerade noch eine App in Arbeit für die iOS-Geräte. Ja, und hier könnt ihr euch eben dann die Calibration Centering Code downloaden. Das ist so eine Excel-Datei, das habe ich hier schon mal gemacht. Ja, das ist jetzt eben hier diese Excel-Tabelle hier. Und da seht ihr eben die ganzen unterschiedlichen Seriennummern und bei meiner Kamera steht jetzt eben hinten drauf 1D145 und da brauche ich jetzt eben diese Zahlenkombination. Also diese Zahl hier kopiere ich mir jetzt hier dann und füge es hier dann ein in den Fokus.text. Also einfach hier hereinkopieren, das Ganze dann speichern und das war's dann auch schon. Also das ist jetzt eben hier diese Software, die ich euch eben vorhin schon gezeigt habe, in der Version 1.3 zum Herunterladen. Dann könnt ihr die Software mit einem Doppelklick auf diese Excel-Datei hier starten. Zuvor muss dann jedoch noch der Kollimator mit dem USB verbunden sein. So, dann öffne ich das Ganze hier mal. Ja, hier seht ihr meinen 6 Zoll TS Newton liegen und da drin ist jetzt eben dieser Ocal Pro Kollimator, verschraubt mit dem GPU-Kommakorrektor. Und ein bisschen Licht schadet nämlich auch nicht, wenn man hat, wenn man vorne reinleuchtet. Und deshalb habe ich hier einfach mal meine Videolampe hier hingestellt. Ja, das müsst ihr jetzt natürlich nicht genauso machen, wenn ihr jetzt keine solche Lampe habt. Im Prinzip würde es auch reichen, wenn man vielleicht den Newton auf eine weiße Wand richtet, die eben so ein kleinwellig beleuchtet wird. So, ich habe jetzt hier mal die Kamera verbunden und eben das Programm hier gestartet. Dann kann man hier mal mit Turn on Camera das Ganze hier einschalten. Und wenn jetzt hier das Fenster zu klein ist, kann man es hier einfach auch größer ziehen. So, machen wir es vielleicht mal so ungefähr. Ja, und was sehen wir jetzt hier? Also das ist jetzt jedenfalls mal die Innenkante vom GPU-Kommakorrektor. Und da ist eigentlich relativ viel quasi, wo man eh nichts sieht, wo man nichts Brauchbares sieht. Deshalb kann man hier einfach mal mit dem Mausrad ein bisschen reinzoomen und auch wieder rauszoomen, also vor und zurück. Ja, und hier kann man noch die Kamera-Settings einstellen. Und da habe ich nämlich schon gemerkt, wenn es nämlich zu dunkel ist und man hier zum Beispiel bei der Belichtung auf 0 gehen muss, dann wird das Ganze ziemlich träge. Also ich zeige euch das jetzt hier mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mal den grünen Kreis hier quasi aktiviere. Ja, dann seht ihr eben, wie der jetzt hier wie wild herumhüpft. Also das ist jetzt ziemlich schwierig dann auch, dass man jetzt die Größe quasi einstellt. Also das wäre eben nur, wenn man zu wenig Licht hat, dann muss man es ja so hell machen. Aber wenn es jetzt so wie bei mir hier hell genug ist, dann kann man es ja hier entsprechend dunkler machen. Und dann läuft auch das hier wesentlich flüssiger. Also ich vermute mal, das liegt einfach daran, dass wenn man eben die Belichtung hier raufstellt, dass eben dann die Belichtungszeit von der Kamera zum Beispiel eine halbe Sekunde ist. Und dann wird eben generell dieses Bild inklusive diesem Kreis hier nur alle halbe Sekunde aktualisiert. Ja, hier kann man dann noch andere Sachen hier einstellen, also die Helligkeit, den Farbton, Weißabgleich und so weiter. Ja, als erstes sollten wir jetzt hier mal die Innenkante vom Kommakorrektor bzw. vom Auszug hier einstellen, eben mit dieser grünen Linie hier. Und da kann man jetzt zum einen hier mal den Radius verändern, entweder hier mit diesem Schieberding
aber das geht ein bisschen, ja, nicht ganz so fein. Deshalb kann man hier eben auch die Zahlen direkt eingeben und dann hier auch noch die Dicke einstellen von dieser Linie. Ihr seht jetzt hier, ich würde da vielleicht sogar nur ein Pixel Dicke nehmen, dann wird es eben noch feiner. Ja, und so kann man das Ganze jetzt eben hier exakt einstellen. Okay, also da sieht man jetzt hier, dass es nicht ganz passt. Hier passt es eigentlich ziemlich genau, weil hier ist ein bisschen ein Abstand. Dafür kann man jetzt eben hier noch einen sogenannten Offset einstellen. Und das mache ich jetzt hier mal. Also hier kann man es in der Höhe verschieben. Und hier links und rechts. So, dann kann man hier vielleicht nochmal den Radius verkleinern. Okay, das schaut jetzt soweit hier schon mal ganz gut aus. So, jetzt werde ich den hier mal drehen, und zwar um 90 Grad. Ja, und dann sieht man schon, dass das jetzt hier wirklich wesentlich besser noch passt, als wenn man jetzt eben hier eine normale handelsübliche Kamera dran hat, wo eben der Sensor garantiert nie 100% zentriert ist. Also da bin ich jetzt schon mal begeistert. So, fürs Justieren würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir eben hier die Kamera im Auszug so drehen, dass eben oben hier auch oben beim Newton ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal mit der Hand hinhalte, dann sieht man jetzt eben hier, das ist jetzt hier eben oben. Und so werde ich das Ganze jetzt hier mal vorsichtig hier klemmen. Okay, ja, wenn ich jetzt hier mal den ORZ reindrehe, dann sieht man auch, was hier passiert. Ach ja, was ich vorher jetzt noch nicht gezeigt habe, das ist nämlich, hier kann man auch eben den Fokus hier ändern, und zwar ist das jetzt eben dieser Regler hier, und zwar ihr seht schon, was jetzt hier passiert. Ja, okay, das sieht man jetzt hier, jetzt sind wir eigentlich hier erst so richtig im Fokus. Okay, also da waren wir jetzt eigentlich vorhin gar nicht ganz im Fokus. Funktioniert aber wirklich extrem gut. Also hier kann man wirklich super schön den Fokus ziehen. Und jetzt sehe ich auch, dass eben hier diese grüne Linie nicht ganz mehr passt. So, muss ich hier nochmal kurz neu ausrichten. Ja, so wie das jetzt hier ausschaut, ist das jetzt hier die Innenkante vom Komma-Korrektor und nicht vom Auszug. So, dann können wir jetzt hier noch den zweiten Ring hier aktivieren. Das ist in dem Fall hier rot. Gehen wir wieder auf eine Dicke hier. Ja, und jetzt können wir auf den Fangspiegel justieren. Da gehe ich jetzt hier wieder in die Kamera-Settings rein und dann gehe ich hier mal mit dem Fokus. Ja, das ist wirklich cool. Also hier sieht man jetzt richtig schön die Kante vom Fangspiegel. Und da sieht man auch schon, dass der Newton doch ziemlich dejustiert ist. Also so wie es jetzt hier ausschaut, ist der Fangspiegel viel zu weit drinnen im Teleskop. Deshalb muss ich jetzt hier mal bei der mittleren Schraube anziehen. Aber wie jetzt hier das Justieren im Detail funktioniert, das hat jetzt auch Noctotech schon sehr gut in der PDF beschrieben, beziehungsweise könnt ihr euch ja das auch nochmal in meinem anderen Video hier auf meinem YouTube-Kanal ansehen. Ja, idealerweise sollte jetzt hier der Newton natürlich nicht liegen, sondern eben so ungefähr in 50 Grad Neigung Richtung Himmel schauen. Ich habe es aber jetzt hier mal nur zu diesem Videozweck eben hier hingelegt, aber jetzt eben hier nur der Hinweis, wenn ihr das eben dann wirklich ganz exakt machen wollt, dann müsstet ihr eigentlich euren Newton auf die Montierung geben, circa 50 Grad nach oben schauen lassen und so eben dann justieren. Der Fangspiegel ist jetzt mal so einigermaßen hier justiert. Ihr seht, wenn ich hier mal reinzoome, der rote Kreis hier quasi, den kann ich hier auch mal ausblenden. Beziehungsweise ich gehe jetzt hier mal ein bisschen dicker hin, damit ihr das vielleicht auch im Video ein bisschen besser sehen könnt. Das soll jetzt eben hier die Außenkante vom Fangspiegel sein. Ja, hier passt es irgendwie nicht ganz, aber der Rest eigentlich passt ganz gut. Kann aber natürlich auch sein, dass einfach der Fangspiegel nicht ganz perfekt richtig quasi gemacht wurde, also dass der halt nicht ganz rund ist, also so oval ist, sodass er eben hier dann rund sein müsste.
Aber wichtig ist auf jeden Fall auch noch, dass hier, also das ist jetzt hier der Hauptspiegel, das helle hier, und der Abstand vom Hauptspiegel zum Fangspiegel, der soll hier auch rundherum schön gleichmäßig breit sein. Ja, dann kann man sich, wenn man eben hier will, auch noch einen dritten Ring einblenden lassen. Den kann man ja theoretisch jetzt hier eben auf den Hauptspiegel hier hinstellen von der Größe her. Ja, okay, und dann sieht man auch, dass es noch nicht hundertprozentig jetzt hier passt. Also hier ist noch ein bisschen zu weit oben, hier ist ein bisschen zu weit unten. Ja, und als nächstes kann man sich jetzt hier noch ein Fadenkreuz einblenden lassen. Und dann kann man nämlich hier auch noch den Hauptspiegel justieren. Dazu öffne ich jetzt hier wieder die Kamera-Settings und ändere jetzt hier mal den Fokus. Und zwar so, dass man jetzt eben hier die Kameralinse schön sehen kann von diesem Okal Pro. Hier kann man dann auch noch eventuell die Belichtung ein bisschen anpassen. So, und dann drehe ich jetzt hier hinten mal. Ja, übrigens, hier sieht man auch die Hauptspiegel-Mittenmarkierung. Die ist in dem Fall jetzt eigentlich auch noch nicht ganz mittig, also ganz zentriert. So, aber ich denke, ihr wisst jetzt, was ich meine. So, ich habe es jetzt hier noch geschafft, dass ich den Fangspiegel jetzt noch so justiert habe, dass jetzt eben hier auch der Hauptspiegel ziemlich perfekt in den blauen Ring hier drinnen ist. Ja, und jetzt sieht man auch, dass die Mittenmarkierung ziemlich perfekt passt. Ja, jetzt kann man hier nochmal beim Hauptspiegel ein bisschen nachstellen. Also jetzt drehe ich quasi hinten an den drei Schrauben vom Hauptspiegel. Okay. Okay, also das ist jetzt wirklich eine richtig coole Sache. Also ich bin echt begeistert von diesem Ding. Ich glaube, ich werde es dem Armen gleich mal eine Mail schreiben, dass ich das Ding nicht mehr zurückschicken werde, sondern das werde ich mir definitiv behalten. Ja, der Riesenvorteil meiner Meinung nach liegt einfach auch darin, gerade für Einsteiger und Anfänger ist ja das Justieren und Kollimieren von so einem Newton extrem schwierig. Also für mich zumindest war es damals so, weil man einfach mit normalem Konzenter, also das ist einfach so undurchsichtig, da weiß man eigentlich gar nicht so richtig, wo ist was, was ist jetzt der Fangspiegel, was ist der Hauptspiegel, was ist die Mittenmarkierung, auf was muss ich achten. Und hier mit dieser Lösung, mit dieser Kamera, sieht man halt direkt, was man macht. Wenn man hier an den Schrauben dreht, sieht man sofort, in welche Richtung gehen die Änderungen. Ja, und wenn man das mal ein bisschen in Übung hat und 4-5 Mal gemacht hat, dann ist so ein Newton auch in 10-15 Minuten wirklich perfekt justiert. Und da kann ein Konzenter und auch ein Laser, ja, Laser kann man halt schon noch zumindest den Hauptspiegel recht schnell und einfach justieren, aber zumindest den Fangspiegel kann man sonst niemals so schön und so exakt justieren, als eben mit dieser Methode hier. Ja, was man jetzt hier auch gleich noch recht schön machen kann, wenn man hier mal eben das Ganze so schön justiert hat, dass man hier mal mit einer Hand hier beim Auszug oder beim Kommakorrektor eben hier anfasst und dann mal in alle Richtungen hier ein bisschen drückt, also links, rechts, rauf, runter, dann sieht man auch gleich mal, wie stabil oder wie justagestabil eigentlich dieser Newton ist. Man kann vielleicht auch hier mal ein bisschen bei dem Fangspiegel spinnen oder bei der beim Fangspiegelhalter selber ein bisschen drehen. Ja, und dann merkt man schon, dass eben, wo eben dann quasi auch so die Grenzen sind vom Gewicht her, was man jetzt hier vielleicht für Kamera dranhängt. Und ja, ist natürlich dann auch immer so, wenn man jetzt eben einen Meridian-Flip macht, dann ist natürlich nach dem Flip die Gewichtsverlagerung von der Kamera eben genau gegenüberliegend. Und wenn eben das jetzt hier nicht wirklich stabil ist, also der Auszug hier nicht wirklich stabil ist, dann kann das schon eben auch Auswirkungen haben auf die Sterne, dass die vielleicht vor dem Meridian Flip noch schön rund waren in alle Ecken und nach dem Flip plötzlich auf einer Seite irgendwie nicht mehr ganz optimal sind. Ja, dann kann man hier auch mal den Auszug eben reindrehen, dann sieht man auch, ob der auch schön läuft, ohne dass sich hier was verkippt oder dejustiert. Ja, das alles kann man eben hier schön sehen. Außerdem sieht man auch alles, was halt so im Strahlengang ist, falls da irgendwo irgendwelche Schrauben sind oder so, die vielleicht hier irgendwo störend sind. Also unterm Strich eine feine Sache.
Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn es Fragen dazu gibt oder wenn ihr Feedback geben wollt, gerne unten in die Kommentare. Dann sehen wir uns auch nächsten Sonntag wieder. Da werde ich mit euch gemeinsam zum allerersten Mal das Live-Stacking mit Sharpcap ausprobieren. Bis dahin, alles Gute, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.